Reizen. Reizen is te leven in waarsten zinne des wortes, zaakte Alexandre Dumas. Wir wollen nicht die waarheid falschen, vorausgesetzt, dass der unbeschwerte Franzose uns die erlaubnis erteilt, in Hannover, also in der sogenannten Grafschaft Bentheim, eine Ausnahme zu machen. Wir, lieber Leser, gestehen gerne und mit diesem Geständnis entlassen wir einen tiefen Seufzer, dass wir manchmal zweifelten, ob wir noch lebten, als der Hannoversche Postwagen uns durch den großzügigen Sand hindurch mit einer Langsamkeit würzte, in der die Geschwindigkeit der Schnecke die Geschwindigkeit der Dampfmaschine ist, oder uns auf der Feuersteinstraße, die im Verhältnis zu unseren hervorragenden patriotischen Straßenzügen steht, wie ein Fechtsump zu einem Linienschiff nach Luft schnappen ließ. Auf einen Schlag verdienen die Hannoverschen Chaussee Lob. Und zwar für solche Patienten, die an Unterbauchblockaden leiden. Es ist daher in der Tat überraschend, dass die Kinder aus den Kreidebergen von Albion diese Regionen nicht in größere Zahl besuchen, als wir bei uns zu Lande. Wenn unser Buch in das Blickfeld eines unglücklichen Spleen-Martyres gerät, möge es sich nützlich machen. Seit dem Monat Juni waren wir in Bentheim. Dort fanden wir, was wir suchten, in erster Linie eine Wiedergutmachung für den Postkutschentortur und in anderen, in den heilenden Wassern des kaum bekannten Seebades, ein Heilmittel gegen die teuflische Krankheit. Das Podagra. Für einige wenige Podagristen ist eine Reise schlimmer als eine Rückreise aus Russland. Ja, dann eine Reise in die Hölle, angetrieben vom Bösewicht höchstpersönlich. Wie unsere Herzen vor Freude hüpften, als wir nach der elenden Reise der Folter in die hohe Burg von Bentheim kamen und die süße und glückselige Freude schmeckten, die uns dort erfrischen wurde. Der Badeort hat diese Erwartungen vollständig erfüllt. Der Böse ist von uns gewichen, und wir segnen den guten Genius, der uns gedrängt hatte, zu den Heilwassern Hannovers zu pilgern. Aus Dankbarkeit wollen wir nicht zulassen, dass unsere Impression de voyage zu einem ewigen Schlummer in unserem Portfolio werden. Wir wünschen uns viel Glück in den katastrophalen Hannoverschen Straßen und unserer Podagra, dass wir einen geeigneten Einstieg für unsere Reiseszenen gefunden haben. Wir hatten 3 Monate in Bentheim verbracht. Das Badeleben ekelte uns an. Die Jahreszeit hatte den Wendekreis des Krebses erreicht, die Menge der Bewunderer war dünn, das Heimweh packte uns mit Tigerkrallen. Sie wissen, wie anfällig die Bewohner der nördlichen Luftgegend dafür sind. Sehnsüchtig sehnten wir uns
nach der patriotischen Schafherde. Das Befehl wurde zur Durchführung der Reise erteilt. Die Morgen knurrte. Septembernebel zogen tief über die Erde. Ein besorgter, kühler Nordwind wehte durch das verblassende Laub der hohen Eichen und Ulmen, das Bentheim selbst vor den Blicken verbarg. Sollen wir uns mit dem Badeleben beschäftigen, ihnen seine Schattierungen malen, die tausend Nuancen skizzieren, die Intrigen entwirren und die Amourettes enthüllen auf die Bentheim, wie jeder andere Badeort der Welt krank liegt? Sie sind ihnen von anderswo reichlich bekannt. Und jeder, der Spa, Piermont oder Wiesbaden besucht hat und der seine Kräfte und sein Stipendium auch in Bentheim opfern wird, wird bezeugen: C'est tout comme chez nous. Wir werden auch schweigen über die Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung. Gildehaus. Die nahegelegene Stadt Gildehaus ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Die Badegäste im Spa machen oft Ausflüge, sowohl um ihre Neugier zu befriedigen, als auch um die Heilkraft des bentischen Wassers durch einen lebhaften Wanderweg zu fördern. Gildehaus ist seit jeher für seine Steinbrüche bekannt. Der Stein, der in unserer Heimat auch in der Architektur vielfach Verwendung findet und Bentheimer Stein genannt wird, stammt eigentlich aus dem Gildehauser Karriere. Es war Graf Egbert, der am Ende des 13. Jahrhunderts diese Stein zum Ruhm der Ausländer brachte. Berühmter ist in dieser Zeit vor allem Gildehaus des begabten Arztes Aschendorf, der auch Badearzt in Bentheim ist. Wir stellen uns vor, an einer Sitzung in seinem Haus teilzunehmen. Ein großer Raum voller Kranker aller Art. Hier viele Blinde mit ihren Führern, dort Leprakranke aller Art, dort Krüppel und Lämmer mit und ohne Krücken. Sogar das Pflaster des Hauses ist mit solchem Elend übersät. Der Ruhm des qualifizierten Arztes ist weit und breit herumgeflogen. Sie werden unter seinen Besuchern alle Sprachen, Geschlechter und Nationen finden. Dr. Aschendorf besitzt das Panacee für alle Übel. Es ist eine Seltenheit, jemanden zu treffen, der sich nach seiner Behandlung noch nicht erholt hat. Er vollbringt Wunder. Man würde ihn missachten, wenn man ihn mit Ludemann oder, wie die berühmtesten Uranisten genannt werden, auf die gleiche Linie stellt. Seine Methode basiert auf den Regeln der Kunst. Er studiert den menschlichen Körper und die Natur jeder Krankheit. Zaubersprüche und magische Worte sind für ihn keine gängige Währung. Inmitten dieser Unglücklichen sitzt Aschendorf wie ein segnender Engel herum. Der Wunsch,
seinen leidenden Gefährten in der gemeinsamen irdischen Existenz zu helfen, ist das einzige Motiv seiner hohen Taten. Ja, in einem solchen Maße hat er jegliches Eigeninteresse verleugnet, dass er denen, deren Leiden ihm unmittelbar erscheinen, nicht mit eitlen Hoffnungen auf Heilung schmeichelt oder sie, wie viele andere, mit sauberen Versprechungen hervorbringt, alles um damit Geld zu verdienen. Aber dann erklärt er ihnen volbusig, dass für sie geen kruid gewassen is. Es gibt keine Remedie. So wurde Gildehaus das Bethesda von Hannover. Wir weisen auch darauf hin, dass Gildehaus der Geburtsort der gelehrten Barend Krechting ist. Zusätzlich zum Geheimrat Knipperdolling des berühmten Jan van Leyden, der 1533 mit sein Neu-Jerusalem Münster an die Spitze stellte. Noordhoorn. Der eerste Ort von einiger Bedeutung auf der Straße von Bentheim in die Niederlande ist Noordhoorn. Das Dorf brandlicht, durch das wir gefahren sind, weist wenig Besonderheiten auf, mit Ausnahme der Burg, die in 1360 zerstört, aber später aus den Trümmern wieder aufgebaut wurde. Am Tag zuvor hatte der Bischof von Osnabrück seinen Einzug in der kleinen Stadt verkündet, gedrängt von einer zahllosen Schar von Gläubigen, die nun in der Messe in die katholischen Kirche strömten, um das allerheiligste Sakrament der Firmung zu empfangen. Es war uns nicht möglich, einen geeigneten Platz in der Kirche zu bekommen, um diesen Dienst genau aufzunehmen. Übrigens brauchen unsere Leser, die wiederholt Zuschauer einer solchen Handlung der Kirche waren, keine Beschreibung davon. Himmlischer Lobpreis galt der Frömmigkeit und der liebevollen Rede seiner Eminenz an jeden, der mit ihm in Kontakt kam. Wir dachten, dass Lob nicht neben der Wahrheit steht, wenn wenigstens ein ehrwürdiges Antlitz als Spiegel der Seele bezeichnet werden kann. Noordhoorn ist das größte Lager mit niederländischem Zucker und Süßigkeiten, das unter Abschreibung der Steuer nach draußen gebracht und später wieder in die Niederlande zurückgeschlichen wird. Diese Miniaturstadt hat 1000 Einwohner. Über ihr liegt ein Dunst aus Wohlstand und Reichtum, wie man ihn hierzulande selten findet. Ein beachtlicher Holz-, Stein- und Leinenhandel, der in der vorbeiziehenden Vechte ein geeignetes Transportmittel in die Niederlande findet, trägt viel zur Blüte Noordhoorns bei. Es gibt hier auch einige Werften. Die böse Welt erzählt von vielen Übeln in Noordhoorn. Es gebe eine größere Neigung zu starkem Alkoholkonsum als an jedem anderen Ort in der Grafschaft. Dieser moralische Wahnsinn an diesem Ort
zo weer hier einheimisch zu sein scheint, würde sonst an diesen Orten erbitterte Kämpfer in den Verfechtern von Gesellschaften der Mäßigung oder Abschaffung finden. Nun gibt es in der Niedergrafschaft, wie bei einer Epidemie, den unerhörten Drang, gegen alle starkes Getränk mitzustreiten. Es wird errechnet, dass sich bereits 100.000 Menschen dazu verpflichtet haben. Er hat gezeichnet, bedeutet in der Bentheimsche nun so viel wie er trinkt keinen Gin mehr. Dieses fließende Feuer, wie Hoveland das Getränk nennt, ist hier inzwischen eine Seltenheit geworden. Wir wissen nicht, was uns mehr erstaunen sollte über den außerordentlichen Konsum, der hier früher stattfand, oder über den Mangel an Ordnung, an Genuss, den der hannoversche Grundbesitzer oder Tagelöhner in seinem Getränk abverlangt hat. Ihr Fusel ist das schrecklichste Getränk, das wir in den vier Ecken der Welt abgefeuert wird. Es ist, als ob ein Amalgam aus erstickender Luft und faulen Eiern verdünnt mit einem Schluck Vitriol in ihren Darm kriecht. Und doch trank der müde Arbeiter ein belebendes Getränk, das ihm Lust und Kraft für seine oft müde Arbeit gab. Die Gefühle der Menschheit in Bezug auf Geschmack und Genuss sind so weit davon entfernt, eins zu sein. Wegen seines Durstes nimmt Nordhorn einen wichtigen Platz in der Chronik Skandalöse ein. Auch wegen des Aberglaubens, der hier herrscht, verdient die Stadt eine Bemerkung. Geister, Hexen, Werwölfe, Kobolde, Elfen, Feen und alle anderen Unterabteilungen der Geisterwelt sind hier zu Hause und spielen eine wichtige Rolle. 10:1, dass man abends in einem Kaffeehaus im Kreis der Herren, die sich entspannen, nicht hören sollte, dass einem in dieser Nacht nach ein Geist erscheint oder ein großer Wolf mit feurigen Augen und gebürsteten Haar, der 8 Tage lang auf dem Friedhof wartete und bei der spontanen Annäherung die Gestalt eines Hasen oder einer Turteltaube annahm. Oder dass ihnen nicht von einem Hund erzählt wird, der vorgestern Abend vor der Tür des Mannes, der die Kirchenglocken läutet, geweint hat. Oder von einem kleinen Katzenkranz, der einen Patertje langs de Kant gesungen hat. Ständig öffnen die Hausmütter die Bettkissen, auf denen ein Kranker ruht, um an den Federfiguren zu sehen, ob auch der Leidende verzaubert ist. Wobei in diesem Fall der Vertreiber des Teufels herbeigerufen wird. Liebhaber von Geistergeschichten mussten Nordhorn als Ort der Heiterkeit wählen, und wer geschickt wird, um aus der murrenden Gesellschaft zu rekrutieren, wird in dieser Stadt eine reiche Ernte einfahren. Es ist für das Reich der Finsternis, was Harderwijk ist, das Entrepot für unsere ostindische Besitztümer.
Grenzwegen. Eine halbe Stunde von Nordhorn entfernt liegt das ehemalige Kloster Grenzwegen, malerisch in den Wäldchen versteckt. Sie wurde 1394 gegründet und 1806 aufgelöst. Die Mönche, die dem Orden der Minoriten oder Franziskaner angehörten, wurden an einen anderen Ort versetzt. Nun ist es im Besitz des Fürsten von Steinfurt und wird von seinem Gutsverwalter bewohnt. Es ist ein stattliches Gebäude als Quadrat gebaut und hat im Inneren einen offenen Platz. Natürlich ist auch der Bentheimer Stein nicht wegzudenken. Sowohl für Fundamente, Ecksteine und Fassadenverzierungen, Fensterrahmen und Fensterbänke. Es überrascht nicht, dass sie sich in einem extrem vernachlässigsten Zustand befindet. Nur die Räume, die vom Verwalter bewohnt werden, scheinen der allgemeinen Zerstörung zu entgehen, zu der das übrige Gebäude verurteilt ist. Die Galerie, die entlang der Einzelzellen im zweiten Stock und durch wunderschön bemalte Glasfenster mit Wappen im Innenhof verläuft, ist in der Tat ein klaffender Abgrund. Mit äußerster Vorsicht muss man die noch vernagelten Bretter untersuchen, um die unteren Räume nicht übereilt durch einen ziemlich hohen Sturz kennenzulernen. Die Zellen selbst, die an verschiedenen Stellen einen reizvollen Blick auf die bergige Umgebung bieten, dienen als Lagerräume für Getreide und Flachs. Die Bibliothek, die wir uns von außen mit einer Leiter durch das Fenster klettern müssten, weil die Tür von innen vernagelt war, bot uns das perfekte Schauspiel des Chaos, wie Milton in seinem Paradise Lost besang. Jan Steens Haushalt in der Grenzweger Bibliothek ist immer noch eine non plus ultra von Ordnung und Regelmäßigkeit. Wir fanden dort nichts als alte theologische Bücher, den richtigen Stoff in einem Kloster. Der exzentrische Kontrast zu den ehrwürdigen Strohschneidern machte einen Teil der Conte von La Fontaine aus, die zwischen einige schwere Folianten Anmerkungen enthielten zu den Dekretalia des falschen Isidores, die sehr unschuldig wegguckten. Wenn es ein Überbleibsel der ehemaligen Klosterherren ist, dann beweist es uns mit Nachdruck, dass nicht alle diese geistlichen Brüder eine weltliche Freude daran hatten, ihre Herzen mit dieser Art der Lektüre zu verwöhnen. Wir haben keine historischen Werke gefunden. Wie uns gesagt wurde, waren sie weggebracht und in die fürstliche Buchhandlung in Steinfurt gebracht worden. Die Klosterkirche verdient ein wenig Aufmerksamkeit für einige sehr schöne Altarbilder, die in einer verborgenen Ecke unter dem Staub begraben wurden, sowie für das Gewölbe, das reich mit Gruppen und Bassreliefs aus der sakralen Geschichte und kirchlichen Legenden geschmückt ist. Neben vielen Gedenksteinen, die die Namen und Wappen des hier begrabenen Adelmarkers tragen,
verdient auch ein schöner, aus Bentheimer Stein gehauener, sogenannter Levitenstuhl mit drei Sitzen Beachtung. Ein ähnlicher findet sich auch im Kloster in Ter Apel. Die kalte Luft, die in die Kirche wehen muss, lässt einen in der Kälte schaudern. Vor dem Zaun, der das Kloster von der Fahrbahn abschließt, befindet sich ein Gasthaus und eine Brauerei, wo dem Wanderer alles zur Verfügung steht, außer einem erfrischenden Getränk. Selbst das Wasser ist ungenießbar für jeden, der weiß, was niederländische Sauberkeit ist und der sie zu schätzen gelernt hat. Der Fusel, das zuvor verkaufte Getränk, entsprach dem Ruhm der Schiedammer Feuchtigkeit. Neuenhaus. Eine schreckliche Sandwüste, nach volkstümlicher Überlieferung oft Schauplatz von Mord und Totschlag begangen an einsamen Reisenden, führt zum sauber gelegenen Nienhuis, dem Neuenhaus. Wir haben dem Himmel gedankt, dass wir in den baufälligen Zaun eingetreten sind, der hier eine Stadtmauer darstellt, wie Arnheim, Kampen und Leeuwarden, die anstelle der ehemaligen Stadttore gebaut wurde. Jedes Reisevergnügen verschwindet in einer Sandwüste, die wir zurückgelassen haben. Jedes Vergnügen geht verloren, wenn die Natur ihre Schönheiten verbirgt und die tödliche Einsamkeit nicht einmal von einer einzigen Person unterbrochen wird. Wir würdigen jedoch die Wahrheit, wenn wir beiläufig einen kranken Besucher erwähnen, der uns anscheinend mit seinem Sohn getroffen hat. Es war eine echte Empfehlung der Mäßigung beim Gehen, bis ins Unendliche ausgedehnt, dünn und farblos, als wäre sie durch die Hände eines Liebhabers der Anatomie gestorben. Ein tierisches Geschöpf, das, wie Dr. Katzenberger bei Jean-Paul, bei warmherzigen Worten meist eine Gänsehaut in seinem Inneren verspürt. Wir erinnerten uns an den Ohnmächtigen auf den ersten Blick, weil wir einen ganzen Abend neben ihm am Bett verbringen mussten, wo er eigentlich gehörte, während er in der Art der Londoner Konferenzteilnehmer von 1830 seine Feinheiten, dünn wie er selbst und zäh wie Sohlenleder, wieder keute und uns an die Ohren warf. Neuenhaus ist der Hannoveraner Assen, eine Stadtkönigin in niederländischer Liverei erstochen. Die reformierte Kirche, die auf dem Markt ist und einen sehr zweifelhaften Turm hat, ist geräumig und ordentlich. Zwei Prediger verwalten hier die Religion. Der Stuhl des Predigers ist vollständig aus Bentheimer Stein gemeißelt. Sie schwören darauf in diesen Ländern. Es ist wie das Gold und die Edelsteine in Tausend und einer Nacht. Das Rathaus verdient nicht viel Aufmerksamkeit. Früher war der Handel hier lebhafter als heute. Man sagt, dass
er zich allmählich nach Nordhorn verlagert, dessen Blütezeit in den letzten Jahren sichtbar zugenommen hat. Die Häuser hier haben in der Regel große Tore, die den Baander von Drenthe sehr ähneln. Ein besonderes Hobby scheint es hier für Blumen zu geben. Für jedes Buntglasfenster kann das Auge zu den saubersten Farben übergehen. Oft sahen wir sogar sehr seltsame Arten dieser zarten Kinder von Flora. Auch hier hat Neuenhaus eine sehr holländische Farbe, obwohl die nicht sehr klugen Gesichter der Einwohner uns bald daran erinnerten, dass wir uns in Hannover befanden, wenn wir uns mit solchen Illusionen von patriotischem Boden vergnügten. Wer jedoch nicht das menschliche Gesicht als Ort der Nachforschung seiner Seele mit L'Avatar gewählt hat, würde sich noch mehr täuschen lassen, dass er sich hier in einer niederländischen Stadt befindet, wenn ihm der Wirt die Rechnung für seine Verdauung gibt. Hier kennt man Geld, auch wenn man ein halbes Jahrhundert in der Zivilisation zurückliegt. So ist es uns passiert. In unserem Gasthof, wo die Pilze auf der muffigen Jagdwiese unter der Tevelung unser einfaches Mahl verfolgten, ließ uns der Wirt das, was wir genossen hatten, mit 3 klingenden holländischen Gulden bezahlen, als gehörten wir einen Dutzend Kardinälen. Es scheint, dass man sich in Deutschland, und Neuenhaus gehört auch dazu, kein Gewissen macht, um die echten Holländer das Kaumenzäpfchen anzuheben. Es ist jedoch bedauerlich, dass die Stadt ihren Ruhm der Verschrobenheit ihrer Bürger verdankt. Einmal im Jahr hatte Neuenhaus einen geschäftigen Tag, einen Tag der besonderen Feierlichkeiten. In den letzten Jahren wurde der Geist des ritterlichen Mittelalters durch die Einrichtung eines Schützenfestes erwärmt. Zu diesem Zweck wurde auf dem Weg nach Veldhausen außerhalb der Stadt ein geräumiger Tanzsaal gebaut, in dem sich die Zelebranten versammeln und die Arbeit des Tages mit Walzer und Galoppare den Sorgen aus dem Herz wegzutanzen. So kam es, dass diesem Sommer ein Gläubiger der Religion Israels den Vogel vom Pfahl schoss und der dann zum König gekrönt und geehrt wurde und sich aus den Töchtern seines Volkes eine Königin wählte. Sowohl hier als auch an anderen Orten in dieser Region, sowie in der Nachbarprovinz Overijssel, gibt es den Brauch, an Silvesterabend und in der Nacht ununterbrochen die Glocken zu läuten. Die engstirnige Gemeinde ist sehr an der Erhaltung dieser alten und seltsamen Gewohnheit interessiert. Die Verwaltung hat oft versucht, diesen störenden Brauch auszurotten, aber sie hat sehr stark erfahren, dass solche geheiligten Bräuche nur langsam und sehr sorgfältig bekämpft werden müssen. Ulsen. Wir verließen Neuenhaus am Nachmittag, um noch am selben Tag Ulsen zu besuchen,
das nur eine Stunde von der ersten gemeldeten Stadt entfernt liegt. Es ist eine Stadt dieser Art, wenn es so viele davon in Nordbrabant und Twente gibt. Ein großes Dorf mit ein paar Querstraßen und Häusern, die unmittelbar aufeinander gebaut sind. Die Umgebung verdient ein wachsames Auge und ein Herz, das für Naturschönheiten offen ist. Die vielfältigen Hügel, die das Dorf von allen Seiten umschließen, bieten einen zauberhaften Blick über die Umgebung bis viele Stunden in der Ferne. Farbenvielfalt, wellige Kornfelder, schneeweiße Buchweizenfelder, Wiesen, Wälder aus vielen Holzarten, vor allem aber aus ehrwürdigen Eichen, die Germanien eigen sind, düstere Heide und glänzende Sandebenen, hier und da ein Kirchturm und dazwischen der leise murmelnde Vechte, der sich in unzähligen Bogen windet, bietet ein Panorama, das dem Charme der Arnheimer Umgebung, den schönen Gesichtern der bewaldeten Veluwe und der lachenden Sticht in nichts nachsteht. Das Dorf selbst bietet wenig Bemerkenswertes, oder es mag die historische Erinnerung sein, dass Uelzen, der Geburtsort des fleißigen Predigers Hasenhardt, ist. Name und Charakter des Mannes haben nicht die geringste Analogie. Bekannt aus der Zeit der Kirchenreform, sowie von dem berühmten Seereisenden Johannes Niehoff. Eine rechte einheimische Pflanze ist ein sehr gutes Internat für Jungen an diesen unzivilisierten Orten, das zwar noch in der Knopse blüht, aber in unserer Heimat bereits einige Berühmtheit erlangt hat. Man sagt, dass sogar die Amsterdamer ihre Liebsten in die Schule von Uelzen schicken. Wie mutig werden diese Jungen sein, wenn sie plötzlich von der Kalverstraat in die Hannoversche Bergstadt versetzt werden. Im Herbst findet hier alljährlich ein großer Jahrmarkt statt, der sehr beliebt ist und bei dem sich so manche junge Bäuerin, die durch die Galanterien der Hannoveraner Lovelace dazu überredet wurde, sich in die Hochzeitlotterie zu wagen, von Kopf bis Fuß in den Haushalt eingebracht hat. Besonders berüchtigt ist diese Messe für das Wagenrennen auf dem Rückweg, bei dem oft die schlankste Pferde davonlaufen. In einer Schmiede in Uelzen gibt es auch einen Brunnen, der dasselbe Wasser produziert wie die Quelle in Bentheim. Hätte Uelzen nur einen Hauch von Spekulation, die so viele riesige Werke auf der anderen Seite des Kanals schafft, würde dieser kleinen Stadt bald zu einem großen Konkurrenten von Bentheim werden. Doch im Gehirn der Hannoveraner der Niedergrafschaft säuft es kaum noch nach Fortschritt. Die Kirche der Reformierten ist geräumig und hell und mit einer Orgel ausgestattet. Der musikalische Geist, der hier noch immer am Rande des lebhaften Deutschlands zu finden ist, hat diese Instrumente zu einem notwendigen Möbelstück in den Gebäuden der Religion gemacht.
Schließlich erinnern wir uns, dass wir in Hannover keine noch so kleine Kirche gesehen haben, in der wir keine Orgel gefunden haben. In der Kirche in Uelzen befinden sich auch einige anmutige Messingkronen. Dieser ehrwürdige Überrest einer ehrenvollen Zeit, vor dem wir Niederländer zu wenig Respekt haben, den Inschriften zufolge wurden sie der Kirche von Jonkheer van Domselaar, ehemals Overste im niederländischen Dienst, gestiftet. Uelzum. 1,5 Stunden von Uelzen entfernt, am Hang eines ziemlich hohen Hügels, versteckt in dem dicht bewaldeten Gebiet, liegt das ländliche Dorf Uelzum. Sie würden in diesem isolierten Bauernnest nicht nach einem Priester der Wissenschaft suchen. Doch so ist es nun einmal. In dem reformierten Prediger lernten wir hier den Autor der Geschichte der Grafschaft Bentheim kennen, den ehrwürdigen Fisch, der bereits im Drentsen Volksalmanak von 1840 zu den Toten gezählt wurde. Wir können das Gegenteil versichern. Wir fanden in dem fähigen Mann einen recht lebenslustigen Grijsaard, der mit jugendlichem Feuer über archäologische Forschung und wissenschaftliche Untersuchungen sprach, uns einen genauen Bericht über die seltene goldene Urne gab, die vor 2 Jahren in den Bergen bei Uelzum gefunden wurde, und ein höchst bemerkenswertes Manuskript zeigte, die Geschichte des klösterlichen Lebens in Frenswegen. Aus der Sicht des Staates Wirtschaft ist Uelzum bemerkenswert für den außergewöhnlichen Teekonsum, der hier unter den Einwohnern stattfindet. Zum Frühstück trinkt man Tee, um 12:30 trinkt man Tee, um 13:30 trinkt man Tee bei dem Pfannkuchen, aus dem das Mittagessen besteht. Um 4 Uhr trinkt man Tee. Um 7 Uhr abends bei den Kartoffeln trinkt man Tee. Und manchmal am späten Abend bringt ein Nober, ein Nachbar, einen Nachbarn zum Reden. Dann wird zum 6. Mal die Teekanne für den Tag aus dem Spinde genommen. In anderen Hannoverschen Dörfern hingegen ist der Kaffee sehr beliebt. Bei der geschmackvollen Zubereitung dieses Kaffees ist er zu einer erstaunlichen Höhe gebraut worden. Eine besondere Erwähnung verdienen die Hannoverschen Gasthöfe. Als der gleiche Typ geben wir auf, wo wir in Uelzum eingezogen sind. Man sollte meinen, in eine Räucherkammer geführt zu werden. Der Dampf des Torfes und der Grassoden wirbelt durch den Raum. Alles hat einen braunen Farbton bekommen. Sogar die Gesichtszüge der Bewohner, die wie Zyklopen in ihren eigentümlichen Kostümen in der rauchigen Atmosphäre umherwanden und überall in Schwierigkeiten geraten. So sehr ihre Schläfrigkeit dies duldet. Wenn die Straßenjungen gerade in Hosen gekleidet die Ankunft von Fremden gemeldet haben.
Ein Schornstein von großer Breite und Größe bedeckt zwei Drittel des Raumes. In seiner Mitte wird das Feuer angezündet und nun, nach Abschluss der Arbeiten, versammeln sich Mitbewohner und Besucher in einem Kreis um den Schornstein. Die Wände des Raumes sind auf eigentümlicher Weise mit Gemälden gepolstert, die das Bildnis des verlorenen Sohnes oder die turbulente Geschichte der heiligen Genoveva darstellen. Töpfe oder Zinnbierkrüge, Untertassen, Weinkrüge in verschiedenen Formen und Größen schmücken den Kaminsims, während Sip, der Hund, hinter dem Kamin schlummert, um jeden, der eintritt, willkommen zu heißen. Oft ist die Tür angelehnt. Das Personal wird von einem grunzenden Ferkel vervielfacht, das ungestört in den Ecken des Raumes mit geografischen Nachforschungen beschäftigt ist und unterhält oder erkundigt sich im halbleeren Breitopf, aus dem die Familie mit ihren bereits verschlingenden hungrigen Mägen Frieden schließt. Hannover ist das Eldorado derer, die den Krieg auf alle Gotteshäuser geschworen haben. Moralische Höflichkeit ist hier ebenso ein Fremdwort wie eine energische Sprache in einer bestimmten Versammlung von sogenannten Volksvertretern. Ein Londoner Dandy würde vor Schreck sterben, wenn er in den Kreis einer hannoverschen Bauernfamilie eintrete und gezwungen wäre, an ihrer Tafel zu sitzen. Wenn die Sonne der Zivilisation aus diesen Regionen aufgehen müsste, würde die Welt sicherlich noch ein halbes Dutzend Jahrhunderte länger existieren dürfen, bevor sie ihren Mittagsstand erreicht hätte. Es ist nicht schwer zu erraten, worauf diese niedrige Stufe der sozialen Zivilisation zurückzuführen ist. Wilsum liegt, wie der gesamte Landkreis, im Schlumm. Es ist eine Seltenheit, wenn der Ort von Fremden besucht wird. Bringen sie nicht ihre angenehme Art und Weise zurück. Verunreinigen sie nicht die moralische Atmosphäre dieser Ort mit ihren leuchtenden Lastern, mit ihren unschuldigen Sünden, die in der großen Welt so leicht mit dem Deckmantel der Höflichkeit und des Savoir-vivre verschleiert werden. Wenn Wilsum nur selten von Fremden besucht wird, kann man den Bewohnern des bescheidenen Dorfes keineswegs vorwerfen, dass sie sich sehr bemühen, Verbindungen zu Fremden herzustellen. Es gibt hier sogar eine gewisse Antipathie gegen diese Fremden. Wer sich in Wilsum niederlassen wollte, stieß auf viele Schwierigkeiten seitens der Bewohner. Sie würden ihm keinen Platz auf dem Gelände geben wollen, auf dem sie ihr Haus bauen könnten. Und wenn es möglich wäre, dass ein Fremder ein Stück Land erben und dort ein Haus bauen würde, würden sie den Fortschritt der Arbeiten auf alle möglichen Arten behindern. Zum Beispiel wurde ein Bauernhaus an einen Ausländer mit allen möglichen exzentrischen Bedingungen verkauft. Darunter auch, dass der Käufer das Eigentum verkaufen wollte, es aber keinem Ausländer gewähren konnte, wenn ein Wilsumer bereit war, einen bestimmten Betrag zu zahlen. Diese Abneigung gegen Ausländer hat natürlich auch Jahren Einfluss auf eheliche Verbindungen, die nur zwischen jungen Leuten aus dem Dorf selbst eingegangen werden.
für Liebhaber aus fremden Regionen ist die Tür der Wilsumer Schuhe geschlossen. Ein entzückender Ort für solche freundschaftlichen Sänger, die gerne die Härte und Gefühllosigkeit ihrer Seelenwächter quälen. Bei Hochzeiten haben wir etwas Besonderes zu sagen. Wenn der älteste Sohn eine Familie und einen Gegenstand gefunden hat, der mit ihm den Weg der Dornen und Rosen gehen will, sind die anderen Kinder des Hauses gezwungen, das Elternhaus zu verlassen und es den Neuvermählten zur Verfügung zu stellen. Wenn es in der Familie keinen männlichen Nachkommen gibt, muss sich die älteste Tochter darum kümmern. Wenn der älteste Sohn die Magd heiratet, müssen seine Brüder und Schwestern das Haus des Vaters verlassen, damit er darin wohnen kann, es sei denn, er verzichtet für einen bestimmten Geldwert auf diese Regel. In der Nähe von Wilsum, nach Uelzen, gibt es eine Papierfabrik, in der nichts als graues Packpapier hergestellt wird. Die Mühle wird von einem Bach angetrieben. In der Umgebung gibt es viele Hügel, die sich wie eine Kette an der Seite von Overijssel erstrecken. In einer von ihnen, dem Hoppenberg, wurden viele Urnen gefunden. Wir setzen unsere Reise zu Fuß über eine einsame Heide entlang einer Linienstraße fort. Die Schöpfung ist hier ausgestorben. Für den Fuß des Wanderers blüht eine einzige bescheidene Heidekrautblüte. Selten hört man das Geräusch eines umherziehenden Raben, das Zwittern einer Röhrsängerin, die bei der Annäherung das Nest scheu verlässt, oder den eintönigen Schrei unzähliger Kiewitze, die hier ihren Sommerplatz haben, um bei nahendem schlechtem Wetter in wärmere Gegenden zu ziehen. Einmal im Jahr gibt es hier nur Spuren menschlichen Lebens. Es ist der Tag, an dem die Uelzer Messe abgehalten wird. Dann ist diese Straße übersät mit Kutschen, Reitern und Fußgängern, die von allen Seiten zu dem berühmten Jahrmarkt kommen, und zur Freude dieser einsamen Menschen wird ihre Freude in lauten Gesängen verkündet. Dann schreien die Planwagen vor Scherz und Heiterkeit, und wenn sie klatschen, ist es nicht ungewöhnlich vor Belustigung und Tapferkeit. Das Haus Echteler. Am Ende dieser Straße trifft der Blick auf die grünen Kiefern, die das Haus von Echteler umschließen. Wir hatten ein zauberhaftes Schloss erwartet, als wir unseren Spaziergang entlang fruchtbarer Kornfelder fortsetzten. Aber wie all unsere Illusionen im Rauch verschwanden, als uns ein Haus erschien, erbaut in etwas mehr als ländlichen Stil, in einem ruhigen Graben und über eine Zugbrücke, die für Fußgänger zugänglich ist. Vor der Tür erblickte uns ein Hauch von Ruhm in einigen heruntergekommenen Hundehütten, die sich auf wundersame Weise von der ländlichen Herrlichkeit abhoben, in der der Diener des Hauses einen Schweinestall mästete.
nur wegen der Spaziergänge unter den hohen Eichen und entlang der wahrhaft malerischen Ufer der Vechte verdient Echteler einen kurzen Blick. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Natur diesseits des Ulzer Gebirges in einer sehr stiefmutterlichen Stimmung arbeitet. Die Straße, die wir in unserer Reiseroute abgesteckt hatten, erlaubte uns nicht, die Pikardeie unter Feldhausen, die in Wilsum liegt, zu besuchen. Wenn wir uns dafür entschieden hätten, dann nur, weil diese Volkspflanzen von dem ehemaligen Gemeindelehrer von Coevorden, Pfarrer Johann Pikard, gepflanzt wurden. Ebenso wenig konnten wir das malerische Dorf Laar, links von Echteler, am Ufer der Vechte besuchen. Aus der Geschichte wissen wir, dass dort früher eine starke Burg stand, die 1380 von Floris van Wevelinkhoven, Bischof von Utrecht, zerstört wurde, weil der Herr selbst das Handwerk des Wilderers ausübte und sich durch viele Gewalttaten berühmt und der Züchtigung eines Regenten würdig gemacht hatte. Die Geschichte erwähnt auch, dass die beiden Ewalden, Apostel des Christentums unter den Friesen, von den Heiden ermordet wurden. Dass Laar zu Unrecht beschuldigt wurde, wurde später bewiesen. Es gibt ein Weiler dieses Namens in der Nähe von Ruhrort an der Mündung der Emscher in den Rhein. Laar ist heute die Residenz des Dichters de Thouars, der in unserer Literatur nicht unbekannt ist und der die Musen in einem ländlichen Frieden erzürnt. Vom Haus Echteler aus kommt man, nachdem man mit einem Lastkahn die Vechte überquert hat, auf einem gewundenen Fußweg über ein verlassenes Feld zum letzten hannoverschen Gasthaus in Eschenbrügge. Dort ist ein Steuerkomtoir stationiert, dessen Personal aus einem Konkursverwalter und einem Beamten besteht. Der gesprächige kleine Mann, der unsere Pferde mit einem Eimer Wasser versorgte, erzählte uns viel über die Kosaken, die 1813 vor dem Gasthaus viel zerstörten und dort ein Feuer entzündeten, womit etwa 50 Ochsen hätten gesoden werden können. Wie uns versichert wurde, muss die Straße oder der Deich, der von hier nach Laar führt, im letzten Jahrhundert von dem Herrn van der Wijk gebouwd worden zijn, der noch heute im Haus Klenke bei Oosterhesselen woont. Wir wollten gerade das Hannoversche Territorium verlassen. Immerhin erinnerte man sich 5 Minuten vor der Straße entfernt an einen quadratisch gemeißelten Bentheimer Stein mit ein paar Buchstaben und Zahlen, wie so viele Hieroglyphen vor dem Uneingeweihten, dass hier die Grenzen zweier Länder, des Königreichs Hannover und der Niederlande, verlaufen. Hannoveraner. Trotz der Härten, die man in diesen Regionen vor allem im Flachland zu ertragen hat, hatten wir unter den Hannoveranern eine ziemlich gute Zeit gehabt.
sind sie noch weit hinter anderen Ländern zurück? Sind sie meist Tauben ohne Galle? Man muss sie so nehmen, wie sie scheinen, ohne das, was wir europäische Zivilisation und gute Manieren nennen, zu kennen. Sie sind nicht allzu glücklich, weil sie nicht viel brauchen. Sie wollen keine Verbesserungen oder Veränderungen, weil sie nicht wissen, dass es anderswo auf der Welt anders ist als bei ihnen. Wenn sie das wüssten, wer weiß, ob sie nicht das Verbotene gesagt haben. Unter ihnen lassen sich viele Relikte mittelalterlicher Bräuche und Traditionen sammeln. Einer der Zeugen dafür ist die ungeheure kurze Form des Erbrechens, die hier und da immer noch en vogue ist. Jemand wird beschuldigt, religiöses Trübsal blasen zu wollen oder der weitreichenden Trunkenheit und der daraus folgenden Vernachlässigung seiner Dienstpflichten oder des Streits auf Rummelplätzen und in Gasthäusern. Bald wird ein Landdragonder, was wir Feldaufseher nennen, im roten Rock und mit dem Schleppsäbel an der Seite erscheinen, der den Täter am Kragen packen und hinter Gitter bringen wird. Kein Hahn kräht vor ihm, bis die Zeit der Bestrafung vorüber ist. Und der bekehrte Sünder wird seinen Blutsverwandten mit roten Schambacken erzählen, wie er sich in seinem Käfig amüsiert hat. So sahen wir in Neuenhaus einen kurzen Überfall auf einen Apfeldieb, der in der Nacht zuvor beim Stehlen erwischt worden war und sofort seine Strafe erhielt, die darin bestand, ihn mit einem Kranz aus Äpfeln zu erhängen und von einem Landbesitzer unter dem Trommelschlag und dem Spiel der Fäden vor der Menge durch die Stadt geführt zu werden. Übrigens ist die gesamte staatliche Infiltration immer noch ein Überbleibsel aus dem Mittelalter. Ernst August steht im gleichen Verhältnis zum liberalen Geist unseres Jahrhunderts wie das gemischte Werk des Buchsal vor der geleerde Wereld, ein Zeitschrift, zu den prägnanten Beitragen des Gids, ein Zeitschrift. Der hannoversche Grundbesitzer ist jedoch nicht schuld. Im Gegenteil, er ist ein beneidenswertes Objekt für seine niederländischen Nachbarn, die mit lüsternen Augen über die Grenzen in dem fast steuerfreien Land blicken. Aus der Schlacht zwischen den Rittern des Domper und den Liberalen hat der hannoversche Bauer keine Höhe, aber er kann sicher versichern, dass er wenig, sehr wenig Steuern zahlt, und das ist ein wichtiger Punkt. Erstaunlicherweise wäre der Unterschied, wenn die bürgerlichen Regeln und Zumutungen eines Holländers und eines Hannoveraners einander erklärt würden. Letzterer aber lässt Ernst August seine treuen und geliebten Stenzen nachs. Er schenkt dem Holländer gerne sein schönes Budget von 71 Millionen, sein allumfassendes großes Heer und das Gerücht von einer engeren Verbindung mit den fetten Niederlanden, lässt ihn vor der Scham zittern und malt seine Kiefer mit der Farbe des Todes. Mit diesen philosophischen Betrachtungen bezahlten wir für das kalte Wetter da draußen in unserer Kutsche und näherten uns dem Punkt,
an dem wir uns von Hannover verabschiedeten und die patriotische Luft auf uns blies. Vor uns lag die Festung Coevorden mit ihrem spitzen Turm und den roten Dächern, still und leise im Schatten des Abends. Drenthe. Es ist seltsam, aber von welcher Seite wir auch immer in Drenthe einfahren, es kommt uns immer so vor, als ob uns eine bettelnde Frau ihre Hand für ein Almosen und mit dem stillschweigenden Gebet auf den Lippen reicht, dass wir sie nicht für ihre Armut verantwortlich machen. Es war immer noch eine Herzensangelegenheit, dass wir patriotischen Boden betreten haben. So traurig die Begrüßung auch ist, die die Natur dem Besucher von Drenthe hier zu bereiten scheint, so zufrieden waren wir doch mit dem Empfang, den uns die gepuderte Kneipenwirtin in den Koppelpaden bereitet hat. Keine Angst vor rotgesichtigen Landdragonders würde uns vom Schlafen abhalten. Wir atmeten wach in den Atmosphäre des immer innig geliebten Vaterlandes.